Im Kampf ums Heilige Land stoßen sie aufeinander. Beide gehen als große Führer in die Geschichte ein. Richard Löwenherz für seine Tapferkeit, Saladin für seinen Großmut und seine Weitsicht. Es geht um Ruhm und Ehre. Tausende sterben dafür, bei den Kämpfen im Namen Gottes. Ein muslimisches Heer belagert Jerusalem. Geführt wird die Armee der Araber von ihrem mächtigen Sultan Saladin. Unter den Christen in der Stadt herrscht Panik. Mütter schneiden ihren Töchtern die Haare ab. Sie hoffen, dass sie nicht als Frauen zu erkennen sind. Saladins Soldaten sie nicht vergewaltigen. Die Mönche verstecken ihre kostbaren Reliquien. Die Furcht der Bewohner ist nicht unbegründet. 88 Jahre zuvor hatte erstmals ein christliches Heer das damals muslimische Jerusalem erobert. Im Namen Gottes ermordeten die Kreuzfahrer alle Bewohner der heiligen Stadt. Das Blutbad rechtfertigten sie mit dem Aufruf des Papstes, die Stadt den Ungläubigen zu nehmen. Wer kein Christ war, also den Papst nicht anerkannte, war eine verlorene Seele, kein Mensch. Die siegreichen Kreuzfahrer hatten also keine Skrupel, als sie alle Muslime ermordeten. Das Massaker im Jahr 1099 ist der traurige Höhepunkt des ersten Kreuzzugs. Die Eroberung von Jerusalem war furchtbar. Ein sinnloses Blutvergießen. Es gab dafür keine militärischen Gründe. Den Kreuzrittern ging es nur um den Terror. Als Saladin fast 100 Jahre später die heilige Stadt belagert, ist das Morden der Kreuzfahrer nicht vergessen. Im weit entfernten Europa ahnte niemand etwas von der bevorstehenden Eroberung Jerusalems. In Europa herrschen Könige. Ihre Macht basiert auf ihren Kriegern, den Rittern. Täglich trainieren sie für den Kampf. Von ihren Burgen aus halten sie Ordnung und Disziplin, gehen hart gegen Räuber vor. Einer der gefürchtetsten und mächtigsten Prinzen Europas ist Richard von England. Er wird Saladins großer Gegenspieler. Richards mächtige Familie herrschte im 12. Jahrhundert über England und Nordfrankreich. Die Tapferkeit und Intelligenz des Prinzen wurde in der ganzen Welt bewundert und geachtet. Richard
Richard Löwenherz lebt in einer tief religiösen Gesellschaft, für die Jerusalem im Heiligen Land das Zentrum ihres Glaubens ist. In Jerusalem lebte und starb Jesus Christus. Seit dem ersten Kreuzzug herrschen Ritterorden über die Stadt und ihre christlichen Bewohner. It was a deeply felt belief within Christian society at this time that if Die Christen glaubten, dass es eine Sünde wäre, wenn sie nicht das gelobte Land beherrschen, in dem Christus lebte und starb. Sollte Jerusalem wieder in die Hände der Muslime fallen, wäre das aus ihrer Sicht ein Verrat an Gott. Und es gäbe dann auch keine Pilgerfahrten mehr in die heilige Stadt. Deshalb musste der Weg nach Jerusalem und die Stadt selbst in den Händen der Christen bleiben. Auch Richard Löwenherz weiß, zu den Pflichten eines Ritters gehört der Schutz von Jerusalem. Aber noch kämpft er in Europa gegen Rivalen seines Vaters. Richard ist ein Meister im Kampf und ein brillanter Taktiker. Richards Vater, der König von England, schickte zur Unterstützung der Christen Ritter und Geld ins Heilige Land. Seine Mutter, Eleonore von Aquitanien, war eine Förderin der Troubadoure, die das Rittertum besangen. Saladin ist schon ein erfolgreicher Krieger, als Richard noch in der Wiege liegt. Saladin stammt aus dem Zweistromland, dem heutigen Irak. In seiner Heimat ahnt niemand, dass er einmal der bedeutendste Herrscher der arabischen Welt sein wird. Im Heiligen Land haben die Kreuzritter inzwischen mächtige Burgen gebaut. Damit wollen sie ihr Königreich von Jerusalem gegen die einheimischen Araber schützen. Den zerstrittenen arabischen Stämmen fehlt die Kraft, sich gegen die Besatzung zu wehren. Es gab keine einheitliche arabische Führung. Die Araber, die Muslime, dachten erst über Gegenangriffe nach, als die Kreuzritter sich inmitten ihrer Siedlungsgebiete festgesetzt hatten. Als junger Mann begleitet Saladin seinen Onkel Shirku auf einem Feldzug gegen Ägypten. Dessen Ziel ist es, eine Basis für die Einigung der verschiedenen Stämme zu schaffen. Kairo ist erobert. Nun soll Saladin mit einem Heer die letzten Rivalen seines Onkels Shirku beseitigen. Aber das Schicksal verändert sein Leben. Sein Onkel genoss die Macht, besonders aber den Luxus am Nil, und stirbt an Völlerei. Nun übernimmt Saladin den Oberbefehl. Ägypten ist das reichste Land des Nahen Ostens. Saladin hat genug Männer und Geld, um die Nachbarreiche zu erobern.
Nach und nach unterwirft Saladin Arabien und Syrien. Nur eine kleine Region, das von den Kreuzfahrern besetzte Königreich von Jerusalem, greift er nicht an. Nach 20 Jahren Kampf ist Saladin der mächtigste Mann im Nahen Osten. Doch seine vielen Schlachten stoßen immer mehr auf Unverständnis. Fromme Gelehrte fragten, wie lange will er noch kämpfen, um seine Macht zu vergrößern? Und wann hat das Blutvergießen unter den Muslimen endlich ein Ende? Es herrschte die Meinung, genug ist genug. Saladins Machthunger kostet Zehntausende das Leben. Um den religiösen Führern zu zeigen, dass er trotz des vielen Blutvergießens ein frommer Mann ist, will Saladin ein Zeichen setzen. Eine Lösung findet er, als er schwer erkrankt mit dem Tode ringt. Im Frühjahr 1185 ruft Saladin die bedeutendsten Gelehrten zu sich. Saladin war sehr religiös. Glaubte daher an mystische Kräfte heiliger Männer und an Wunder. Während die Gelehrten den Koran vorlesen, hat der Kranke eine Vision. Saladin war tief davon überzeugt, mit der Befreiung von Jerusalem würden ihm seine Sünden vergeben und Gott ihn belohnen. Nach der Genesung glaubt Saladin, Gott habe ihn nur gerettet, damit er, Saladin, Jerusalem von den Christen befreit. Mit der Erfüllung von Gottes Willen kann er also auch die arabische Welt unter seiner Führung vereinigen. Mit Hilfe des Koran, der Religion, will er die Muslime für seinen Feldzug aufstacheln. Saladin ruft den Dschihad aus. Es ist der Aufruf zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Dem muss jeder gute Moslem folgen. Im ganzen Nahen Osten ist Saladins Schlachtruf "Befreit Jerusalem" zu hören. Sorgfältig notieren die Chronisten den Beginn des Heiligen Krieges. Jeder sollte wissen, jetzt geht es um alles oder nichts. Jerusalem ist ein wichtiges Zentrum des Islams. Von Jerusalem, das die Muslime Al-Quds nennen, ritt der Prophet Mohammed direkt in den Himmel. Jerusalem ist deshalb für die Muslime eine heilige Stadt. Die wollen sie wieder beherrschen. Saladin setzte auf religiöse Gefühle, denn der Glaube war das Einzige, was alle Araber verbindet. Nur so konnte Saladin die Stämme einigen. Das war kein Missbrauch der Religion. Nur mit ihrer Hilfe konnte er ein Ideal, ein Ziel geben, für das jeder zu kämpfen bereit war. And make them feel that there was an ideal they were striving for. Kreuzfahrer, die aus dem Heiligen Land nach Europa zurückkehren, erzählen von Saladins Aufruf zum Dschihad.
So erfährt auch Prinz Richard, dass die arabische Welt nun von einem mächtigen Herrscher geführt wird, der gegen die Kreuzritter kämpfen will. Obwohl das Heilige Land jetzt in größter Gefahr ist, kommt aus Europa keine Hilfe. Saladin hat unterdessen seine Kriegsvorbereitungen abgeschlossen. Als Saladins Allianz aller Araber von Ägypten bis Syrien stand und er zum Dschihad aufruft, musste er sofort mit dem Krieg gegen die Christen beginnen. Hätte er das 1187 nicht getan, wäre das Bündnis zerbrochen. In Jerusalem erwarten die Kreuzritter nun den Angriff von Saladin. Sie hatten in Europa den Papst und die Könige zwar um Hilfe gebeten, aber keine bekommen. So wagen sie allein den Kampf gegen Saladin. The decision to risk assembling a big army and perhaps take on Saladin. Der Beschluss, ein großes Heer zu sammeln, um in einer Entscheidungsschlacht Saladin zu besiegen, war eine Verzweiflungstat. Das gab es nicht oft im Mittelalter. Es war ein sehr großes Risiko, sich einem so erfahrenen Heerführer zu stellen. Saladin had meant that you were taking 3-4 times the normal terrible risk. Die Kreuzritter sind zuversichtlich, siegen zu können. Denn sie glauben an die Kraft einer außergewöhnlichen Reliquie. Ein Stück vom Kreuz Christi. Dieses wahre Kreuz begleitet die Ritter auch in den Kampf gegen die Ungläubigen. Mit dem Kreuz hatten sie schon mehr als 20 Schlachten gewonnen. Siegessicher ziehen die Ritter des Königreiches von Jerusalem nun gegen Saladin und seine Truppen. Aber Saladin ist vorbereitet und stellt den Christen eine Falle. Er lockt die Kreuzritter in die Ebene von Hattin. Die wenigen Wasserquellen hat Saladin vergiften lassen. Die Ritter sind vom langen Marsch erschöpft und durstig. Ohne Wasser werden sie sterben. Saladins Falle schnappt zu. Mehr als ein Jahrzehnt brauchte Saladin, um die Araber zu einen. Jetzt will er bei Hattin seine letzten Widersacher vernichten, die christlichen Kreuzfahrer. Saladin lässt das Gras anstecken. Dann greifen seine Truppen an. Tausende Ritter sterben. Gefangene werden vor die Wahl gestellt, zum Islam überzutreten oder getötet zu werden. Niemand konvertiert. Bei Hattin zerbricht Saladin die Macht der Kreuzritter.
Saladin erbeutet auch das Heilige Kreuz. Für ihn ist der Sieg der Beweis für die Überlegenheit des Islams über das Christentum. To Saladin personally, the true cross was a worthless piece of wood. Für Saladin war das Heilige Kreuz ein wertloses Stück Holz. Zwar glauben auch die Muslime, dass Christus ein Prophet ist, aber für sie ist er nicht Gottes Sohn. Saladin kannte die Bedeutung des wahren Kreuzes für die Christen. Er wusste also, die Christen würden alles tun, um es zurückzubekommen. Aber mit dem Sieg von Hattin ist der Dschihad nicht zu Ende. Noch herrschen die Christen in Jerusalem. Zwei Monate später erschüttert die Nachricht von Saladins Sieg Europa. Die Nachricht von der Niederlage der Kreuzritter erreicht auch Richard von England. Er fürchtet, Saladin wird nun auch Jerusalem erobern. Was Richard nicht weiß, Saladin steht schon vor der heiligen Stadt. Anfang Oktober 1187 berennen seine Soldaten die Tore Jerusalems. Saladin wollte Jerusalem nicht nur erobern, weil die Stadt für den Islam wichtig ist. Er wollte so auch die durch die ersten Kreuzfahrer erlittene Schmach tilgen. Deren Schlachtruf lautete: Befreit Jerusalem von den barbarischen Ungläubigen. Saladin weiß, als Befreier Jerusalems ist ihm der Ruhm sicher. Aber erst durch sein Verhalten gegenüber der christlichen Bevölkerung wird er zur Legende, gebührt ihm Ruhm und Ehre. Nach der Eroberung lässt Saladin die heiligen Stätten der Muslime mit Rosenwasser reinigen. Saladin verbietet seinen Soldaten, die Christen Jerusalems zu töten. Saladin erteilte den Kreuzfahrern eine Lektion. Ein Muslim, der den Feind besiegt, zeigt Großmut, lässt Gnade walten. Das ist seine Botschaft in Jerusalem 1187. Oh.
Zum ersten Mal seit 88 Jahren beten wieder Muslime in Jerusalem. Die Eroberung Jerusalems ist mehr als nur die Rückgewinnung einer arabischen Stadt. Neben Mekka und Medina ist Jerusalem der drittheiligste Ort der Muslime. Es ist Saladins größter Triumph. Er wird zum unbestrittenen Führer der islamischen Welt. Die großmütige Geste in Jerusalem macht Saladin zum berühmtesten heiligen Krieger des Islam. Was Saladin nicht weiß: In Europa löst die Nachricht von der Eroberung Jerusalems durch die Muslime Entsetzen und Wut aus. Für Richard, wie für alle anderen Christen Europas, ist die Eroberung eine Kampfansage. In Rom ruft der Papst zum Kreuzzug auf, fordert, dass die heilige Stadt wieder den Christen gehört. Richard entschließt sich, in den Kampf gegen Saladin zu ziehen. Richard hatte schon viel von Saladin als Führer der muslimischen Welt und dessen Taten und Erfolgen gehört. Richard wollte sich mit ihm messen. Sobald er hörte, dass Saladin Jerusalem erobert hatte, zögerte er nicht einen Moment, das Kreuz zu nehmen. Wie jeder Kreuzfahrer empfängt auch Richard ein Stoffkreuz und verspricht es so lange zu tragen, bis Jerusalem wieder in den Händen der Christen ist. Richard wusste, erobert er Jerusalem, ist er der größte christliche Held der Geschichte. Das war seine Chance. This was his time. Als Richard das Kreuz nimmt, folgen Tausende seinem Beispiel. Männer verlassen ihre Familien. Auf Kittel aufgenähte Kreuze zeigen, sie gehören zum christlichen Heer. Männer, die nie zuvor ihre Dörfer verlassen haben, ziehen los, um Jerusalem zu befreien. Für die Einnahme der heiligen Stadt verspricht ihnen die Kirche die Vergebung ihrer Sünden. Alle sind bereit, dafür zu sterben. Für die Kreuzfahrer war es eine unglaubliche Herausforderung. Sie ließen ihre Frauen und ihre Familien zurück, durchquerten unbekannte Länder. Von den vorangegangenen Kreuzzügen wussten sie, nur jeder Dritte kommt zurück. Es gab also auch große Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Tod. Die aber überwand der Glaube, die Überzeugung, mit diesem Kreuzzug etwas Gutes zu tun. Im Sommer 1190, Richard ist mittlerweile König von England, segelt er in das Heilige Land. Über 100 Schiffe transportieren Krieger und Pferde. In Jerusalem begreift Saladin, dass er mit der Eroberung der Stadt einen weiteren heiligen Krieg ausgelöst hat.
Aber Richard ist nur ein Führer der Kreuzfahrer. Die größte Streitmacht befehligt der 70 Jahre alte deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa. Friedrich Barbarossa war der größte Herrscher Westeuropas. Er führte ein Heer von fast 100.000 Mann und hatte auf seinem Weg in Kleinasien die Türken besiegt. Ihn fürchtete Saladin. Saladin was terrified of him. Aber Saladins Angst ist unbegründet. Beim Anmarsch in Kleinasien stürzt Friedrich in einen Fluss, er leidet einen Herzanfall und ertrinkt. Die meisten seiner Kreuzfahrer kehren zurück nach Europa. Friedrichs Leichnam wird in Essig gekocht, die Knochen in einem Beutel gesammelt, um sie später in Jerusalem zu begraben. König Richard von England ist jetzt der Führer des Kreuzzuges gegen Saladin. Für den Tod des gefürchteten deutschen Kaisers dankt Saladin Allah. Aber für Saladins Heerführer ist die Gefahr durch die Kreuzritter noch nicht gebannt. Christliche Truppen, die bei den Kämpfen in Hattin und Jerusalem entkamen, belagern die wichtige Hafenstadt Akko, die die Muslime beherrschen. Saladins Kämpfer greifen die christlichen Belagerer an. Aber die Araber können die gut verschanzten Christen nicht besiegen. Jetzt lässt Saladin die Kreuzfahrer belagern. Er will seine Feinde aushungern, um sie so zur Kapitulation zu zwingen. Im Lager der Christen gibt es keine Vorräte mehr. Aus lauter Verzweiflung essen die Ritter Gras. Ihre Pferde haben sie längst verspeist. Viele Kämpfer sind bereits an Hunger und Krankheiten gestorben. Einige desertieren zu Saladin, konvertieren, nehmen den islamischen Glauben an. Erneut droht den Christen eine Niederlage und damit der endgültige Verlust des Heiligen Landes. Im Mai 1191 erreicht König Richard von England die Küste bei Akko und kommt in das Lager der Christen. Auch Saladin hat von Richards Tapferkeit gehört. Er weiß, dass mit Richard ihm ein überaus gefährlicher und erfahrener Feind gegenübersteht. Allah. Allah. Aber zum erwarteten Kampf kommt es nicht. Richard bekommt Fieber und ringt mit dem Tod. Oh.
Saladin schickt Richard Obst, Eis und Geschenke. Es ist eine ritterliche Geste. Saladin und Richard waren Ritter. Sie verhielten sich auch so. Sie waren eben keine Söldner. Sie respektierten einander und betrachteten sich als ebenbürtig. Saladin war stolz auf seinen Ruf, großzügig zu sein. Seinen Truppen vor Akko schenkte er tausende Pferde. Damit Richard schnell gesund wird, lässt Saladin immer wieder Früchte bringen. Auch er scheint es nicht abwarten zu können, sich mit Richard zu messen. Aber nach seiner Genesung will Richard erst einmal Akko erobern. Der König von England ist ein Führer, der überall in vorderster Linie kämpft. Gleich ob auf dem Schlachtfeld oder bei einer Belagerung. Für die muslimischen Verteidiger von Akko bedeutete die Ankunft von Richard ihr Ende. Sie konnten nun den Angriffen der Christen nichts mehr entgegensetzen. Es gab kaum noch Vorräte und Saladin konnte ihnen nicht helfen. Saladin erkennt von seinem Lager aus die hoffnungslose Situation der Belagerten. Trotzdem verbietet er ihnen die Kapitulation. Richard führt den letzten Angriff. Fast eine Woche leisten die Verteidiger noch verzweifelt Widerstand, ohne jede Unterstützung durch Saladin. Dann kapitulieren die Belagerten gegen den Befehl Saladins. Seit Jahren ist Saladin der unangefochtene Führer der Araber. Mit dem Fall Akkos beginnt seine Autorität zu wanken. Die Eroberung Akkos bringt König Richard von England den Titel Löwenherz ein. Victory at the Siege of Acre was a great breakthrough for Richard. Die Eroberung von Akko war für Richard der Beweis, dass Gott auf seiner Seite steht. Der Sieg war aber auch ein wichtiger Schritt, Saladins Macht zu brechen und so den Weg zur Eroberung der heiligen Stadt Jerusalem zu öffnen. Saladin would help open the way to the holy city of Jerusalem.
Aber bevor er seinen Kreuzzug fortsetzt, fordert Richard Löwenherz von Saladin noch die Herausgabe einer Beute. Bei der Eroberung von Akko hat Richard 3000 muslimische Gefangene gemacht. Die will er Saladin übergeben, wenn der ihm die größte Reliquie des Christentums übergibt. Das Heilige, das wahre Kreuz. Richard schickt Boten. Sie überbringen seine Forderung und überprüfen auch den Zustand der Reliquie. Alle Eroberungen Saladins im Heiligen Land scheinen durch Richard Löwenherz gefährdet. Saladin lehnt deshalb die Rückgabe des Kreuzes ab und bereitet sich nun auf die Schlacht um Jerusalem vor. Das Schicksal der muslimischen Gefangenen liegt nun allein in den Händen von Richard Löwenherz. Der Krieg im Heiligen Land tritt in eine neue Phase. Richard Löwenherz und Saladin wissen, der Kampf um Jerusalem wird über ihr Leben und ihren Ruhm in der Geschichte entscheiden. Kampf um die heilige Stadt, berichtet der zweite Teil der Dokumentation. Das 12. Jahrhundert, die Zeit der Kreuzzüge. Es ist der Kampf zwischen Christentum und Islam. Zwei mächtige Herrscher stehen sich gegenüber. Auf der arabischen Seite ist es Saladin und die Christen führt der englische König Richard Löwenherz. Im Kampf ums Heilige Land stoßen sie aufeinander. Beide gehen als große Führer in die Geschichte ein. Richard Löwenherz für seine Tapferkeit. Saladin für seinen Großmut und seine Weitsicht. Es geht um Ruhm und Ehre. Tausende sterben dafür. Bei den Kämpfen im Namen Gottes. Ein muslimisches Heer belagert Jerusalem. Geführt wird die Armee der Araber von ihrem mächtigen Sultan Saladin. Unter den Christen in der Stadt herrscht Panik. Mütter schneiden ihren Töchtern die Haare ab. Sie hoffen, dass sie nicht als Frauen zu erkennen sind. Saladins Soldaten sie nicht vergewaltigen. Die Mönche verstecken ihre kostbaren Reliquien.
Die Furcht der Bewohner ist nicht unbegründet. 88 Jahre zuvor hatte erstmals ein christliches Heer das damals muslimische Jerusalem erobert. Im Namen Gottes ermordeten die Kreuzfahrer alle Bewohner der heiligen Stadt. Das Blutbad rechtfertigten sie mit dem Aufruf des Papstes, die Stadt den Ungläubigen zu nehmen. Wer kein Christ war, also den Papst nicht anerkannte, war eine verlorene Seele, kein Mensch. Die siegreichen Kreuzfahrer hatten also keine Skrupel, als sie alle Muslime ermordeten. Das Massaker im Jahr 1099 ist der traurige Höhepunkt des ersten Kreuzzugs. Die Eroberung von Jerusalem war furchtbar. Ein sinnloses Blutvergießen. Es gab dafür keine militärischen Gründe. Den Kreuzrittern ging es nur um den Terror. Als Saladin fast 100 Jahre später die heilige Stadt belagert, ist das Morden der Kreuzfahrer nicht vergessen. Im weit entfernten Europa ahnte niemand etwas von der bevorstehenden Eroberung Jerusalems. In Europa herrschen Könige. Ihre Macht basiert auf ihren Kriegern, den Rittern. Täglich trainieren sie für den Kampf. Von ihren Burgen aus halten sie Ordnung und Disziplin, gehen hart gegen Räuber vor. Einer der gefürchtetsten und mächtigsten Prinzen Europas ist Richard von England. Er wird Saladins großer Gegenspieler. Richards mächtige Familie herrschte im 12. Jahrhundert über England und Nordfrankreich. Die Tapferkeit und Intelligenz des Prinzen wurde in der ganzen Welt bewundert und geachtet. Richard Löwenherz lebt in einer tief religiösen Gesellschaft, für die Jerusalem im Heiligen Land das Zentrum ihres Glaubens ist. In Jerusalem lebte und starb Jesus Christus. Seit dem ersten Kreuzzug herrschen Ritterorden über die Stadt und ihre christlichen Bewohner. It was a deeply felt belief within Christian society at this time. Die Christen glaubten, dass es eine Sünde wäre, wenn sie nicht das gelobte Land beherrschen, in dem Christus lebte und starb. Sollte Jerusalem wieder in die Hände der Muslime fallen, wäre das aus ihrer Sicht ein Verrat an Gott. Und es gäbe dann auch keine Pilgerfahrten mehr in die heilige Stadt. Deshalb musste der Weg nach Jerusalem und die Stadt selbst in den Händen der Christen bleiben. Auch Richard Löwenherz weiß, zu den Pflichten eines Ritters gehört der Schutz von Jerusalem. Aber noch kämpft er in Europa gegen Rivalen seines Vaters. Richard ist ein Meister im Kampf und ein brillanter Taktiker.
Richards Vater, der König von England, schickte zur Unterstützung der Christen Ritter und Geld ins Heilige Land. Seine Mutter, Eleonore von Aquitanien, war eine Förderin der Troubadoure, die das Rittertum besangen. Saladin ist schon ein erfolgreicher Krieger, als Richard noch in der Wiege liegt. Saladin stammt aus dem Zweistromland, dem heutigen Irak. In seiner Heimat ahnt niemand, dass er einmal der bedeutendste Herrscher der arabischen Welt sein wird. Im Heiligen Land haben die Kreuzritter inzwischen mächtige Burgen gebaut. Damit wollen sie ihr Königreich von Jerusalem gegen die einheimischen Araber schützen. Den zerstrittenen arabischen Stämmen fehlt die Kraft, sich gegen die Besatzung zu wehren. Es gab keine einheitliche arabische Führung. Die Araber, die Muslime, dachten erst über Gegenangriffe nach, als die Kreuzritter sich inmitten ihrer Siedlungsgebiete festgesetzt hatten. Als junger Mann begleitet Saladin seinen Onkel Shirku auf einem Feldzug gegen Ägypten. Dessen Ziel ist es, eine Basis für die Einigung der verschiedenen Stämme zu schaffen. Kairo ist erobert. Nun soll Saladin mit einem Heer die letzten Rivalen seines Onkels Shirku beseitigen. Aber das Schicksal verändert sein Leben. Sein Onkel genoss die Macht, besonders aber den Luxus am Nil, und stirbt an Völlerei. Nun übernimmt Saladin den Oberbefehl. Ägypten ist das reichste Land des Nahen Ostens. Saladin hat genug Männer und Geld, um die Nachbarreiche zu erobern. Nach und nach unterwirft Saladin Arabien und Syrien. Nur eine kleine Region, das von den Kreuzfahrern besetzte Königreich von Jerusalem, greift er nicht an. Nach 20 Jahren Kampf ist Saladin der mächtigste Mann im Nahen Osten. Doch seine vielen Schlachten stoßen immer mehr auf Unverständnis. Fromme Gelehrte fragten, wie lange will er noch kämpfen, um seine Macht zu vergrößern? Und wann hat das Blutvergießen unter den Muslimen endlich ein Ende? Es herrschte die Meinung, genug ist genug. Saladins Machthunger kostet Zehntausende das Leben. Um den religiösen Führern zu zeigen, dass er trotz des vielen Blutvergießens ein frommer Mann ist, will Saladin ein Zeichen setzen.
Eine Lösung findet er, als er schwer erkrankt mit dem Tode ringt. Im Frühjahr 1185 ruft Saladin die bedeutendsten Gelehrten zu sich. Saladin war sehr religiös. Glaubt ihr daher an mystische Kräfte heiliger Männer und an Wunder? Während die Gelehrten den Koran vorlesen, hat der Kranke eine Vision. Saladin war tief davon überzeugt, mit der Befreiung von Jerusalem würden ihm seine Sünden vergeben und Gott ihn belohnen. Nach der Genesung glaubt Saladin, Gott habe ihn nur gerettet, damit er, Saladin, Jerusalem von den Christen befreit. Mit der Erfüllung von Gottes Willen kann er also auch die arabische Welt unter seiner Führung vereinigen. Mit Hilfe des Koran, der Religion, will er die Muslime für seinen Feldzug aufstacheln. Saladin ruft den Dschihad aus. Es ist der Aufruf zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Dem muss jeder gute Moslem folgen. Im ganzen Nahen Osten ist Saladins Schlachtruf "Befreit Jerusalem" zu hören. Sorgfältig notieren die Chronisten den Beginn des heiligen Krieges. Jeder sollte wissen, jetzt geht es um alles oder nichts. Jerusalem ist ein wichtiges Zentrum des Islams. Von Jerusalem, das die Muslime Al-Quds nennen, ritt der Prophet Mohammed direkt in den Himmel. Jerusalem ist deshalb für die Muslime eine heilige Stadt. Die wollen sie wieder beherrschen. Saladin setzte auf religiöse Gefühle, denn der Glaube war das Einzige, was alle Araber verbindet. Nur so konnte Saladin die Stämme einigen. Das war kein Missbrauch der Religion. Nur mit ihrer Hilfe konnte er ein Ideal, ein Ziel geben, für das jeder zu kämpfen bereit war. And make them feel that there was an ideal they were striving for. Kreuzfahrer, die aus dem Heiligen Land nach Europa zurückkehren, erzählen von Saladins Aufruf zum Dschihad. So erfährt auch Prinz Richard, dass die arabische Welt nun von einem mächtigen Herrscher geführt wird, der gegen die Kreuzritter kämpfen will. Obwohl das Heilige Land jetzt in größter Gefahr ist, kommt aus Europa keine Hilfe. Saladin hat unterdessen seine Kriegsvorbereitungen abgeschlossen. Als Saladins Allianz aller Araber von Ägypten bis Syrien stand und er zum Dschihad aufruft, musste er sofort mit dem Krieg gegen die Christen beginnen. Hätte er das 1187 nicht getan, wäre das Bündnis zerbrochen. In Jerusalem erwarten die Kreuzritter nun den Angriff von Saladin. Sie hatten in Europa den Papst und die Könige zwar um Hilfe gebeten, aber keine bekommen. So wagen sie allein den Kampf gegen Saladin. The decision to risk assembling a big army and perhaps take on Saladin. Der Beschluss, ein großes Heer zu sammeln, um in einer Entscheidungsschlacht Saladin zu besiegen, war eine Verzweiflungstat. Das gab es nicht oft im Mittelalter. In the Middle Ages, certainly not in the 12th century. To risk a battle
Es war ein sehr großes Risiko, sich einem so erfahrenen Heerführer zu stellen. Taking 3-4 times the normal terrible risk. Die Kreuzritter sind zuversichtlich, siegen zu können, denn sie glauben an die Kraft einer außergewöhnlichen Reliquie, ein Stück vom Kreuz Christi. Dieses wahre Kreuz begleitet die Ritter auch in den Kampf gegen die Ungläubigen. Mit dem Kreuz hatten sie schon mehr als 20 Schlachten gewonnen. Siegessicher ziehen die Ritter des Königreiches von Jerusalem nun gegen Saladin und seine Truppen. Aber Saladin ist vorbereitet und stellt den Christen eine Falle. Er lockt die Kreuzritter in die Ebene von Hattin. Wenigen Wasserquellen hat Saladin vergiften lassen. Die Ritter sind vom langen Marsch erschöpft und durstig. Ohne Wasser werden sie sterben. Saladins Falle schnappt zu. Mehr als ein Jahrzehnt brauchte Saladin, um die Araber zu einen. Jetzt will er bei Hattin seine letzten Widersacher vernichten, die christlichen Kreuzfahrer. Saladin lässt das Gras anstecken. Dann greifen seine Truppen an. Tausende Ritter sterben. Gefangene werden vor die Wahl gestellt, zum Islam überzutreten oder getötet zu werden. Niemand konvertiert. Bei Hattin zerbricht Saladin die Macht der Kreuzritter. Saladin erbeutet auch das Heilige Kreuz. Für ihn ist der Sieg der Beweis für die Überlegenheit des Islams über das Christentum. To Saladin personally, the true cross was a worthless piece of wood. Für Saladin war das Heilige Kreuz ein wertloses Stück Holz. Zwar glauben auch die Muslime, dass Christus ein Prophet ist, aber für sie ist er nicht Gottes Sohn. Saladin kannte die Bedeutung des wahren Kreuzes für die Christen. Er wusste also, die Christen würden alles tun, um es zurückzubekommen. Aber mit dem Sieg von Hattin ist der Dschihad nicht zu Ende. Noch herrschen die Christen in Jerusalem. Zwei Monate später erschüttert die Nachricht von Saladins Sieg Europa. Die Nachricht von der Niederlage der Kreuzritter erreicht auch Richard von England. Er fürchtet, Saladin wird nun auch Jerusalem erobern. Yeah.
Was Richard nicht weiß, Saladin steht schon vor der heiligen Stadt. Anfang Oktober 1187 berennen seine Soldaten die Tore Jerusalems. Saladin wollte Jerusalem nicht nur erobern, weil die Stadt für den Islam wichtig ist. Er wollte so auch die durch die ersten Kreuzfahrer erlittene Schmach tilgen. Deren Schlachtruf lautete: Befreit Jerusalem von den barbarischen Ungläubigen. Saladin weiß, als Befreier Jerusalems ist ihm der Ruhm sicher. Aber erst durch sein Verhalten gegenüber der christlichen Bevölkerung wird er zur Legende, gebührt ihm Ruhm und Ehre. Nach der Eroberung lässt Saladin die heiligen Stätten der Muslime mit Rosenwasser reinigen. Saladin verbietet seinen Soldaten, die Christen Jerusalems zu töten. Saladin erteilte den Kreuzfahrern eine Lektion. Ein Muslim, der den Feind besiegt, zeigt Großmut, lässt Gnade walten. Das ist seine Botschaft in Jerusalem 1187. Zum ersten Mal seit 88 Jahren beten wieder Muslime in Jerusalem. Die Eroberung Jerusalems ist mehr als nur die Rückgewinnung einer arabischen Stadt. Neben Mekka und Medina ist Jerusalem der drittheiligste Ort der Muslime. Es ist Saladins größter Triumph. Er wird zum unbestrittenen Führer der islamischen Welt. Die großmütige Geste in Jerusalem macht Saladin zum berühmtesten heiligen Krieger des Islam. Was Saladin nicht weiß: In Europa löst die Nachricht von der Eroberung Jerusalems durch die Muslime Entsetzen und Wut aus. Für Richard, wie für alle anderen Christen Europas, ist die Eroberung eine Kampfansage.
In Rom ruft der Papst zum Kreuzzug auf, fordert, dass die heilige Stadt wieder den Christen gehört. Richard entschließt sich, in den Kampf gegen Saladin zu ziehen. Richard hatte schon viel von Saladin als Führer der muslimischen Welt und dessen Taten und Erfolgen gehört. Richard wollte sich mit ihm messen. Sobald er hörte, dass Saladin Jerusalem erobert hatte, zögerte er nicht einen Moment, das Kreuz zu nehmen. Without a moment's thought, impetuously, knowing instinctively it was the right thing to do, took the cross. Wie jeder Kreuzfahrer empfängt auch Richard ein Stoffkreuz und verspricht es so lange zu tragen, bis Jerusalem wieder in den Händen der Christen ist. Richard wusste, erobert er Jerusalem, ist er der größte christliche Held der Geschichte. Das war seine Chance. This was his time. Als Richard das Kreuz nimmt, folgen Tausende seinem Beispiel. Männer verlassen ihre Familien. Auf Kittel aufgenähte Kreuze zeigen, sie gehören zum christlichen Heer. Männer, die nie zuvor ihre Dörfer verlassen haben, ziehen los, um Jerusalem zu befreien. Für die Einnahme der heiligen Stadt verspricht ihnen die Kirche die Vergebung ihrer Sünden. Alle sind bereit, dafür zu sterben. Für die Kreuzfahrer war es eine unglaubliche Herausforderung. Sie ließen ihre Frauen und ihre Familien zurück, durchquerten unbekannte Länder. Von den vorangegangenen Kreuzzügen wussten sie, nur jeder Dritte kommt zurück. Es gab also auch große Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Tod. Die aber überwand der Glaube, die Überzeugung, mit diesem Kreuzzug etwas Gutes zu tun. Im Sommer 1190, Richard ist mittlerweile König von England, segelt er in das Heilige Land. Über 100 Schiffe transportieren Krieger und Pferde. In Jerusalem begreift Saladin, dass er mit der Eroberung der Stadt einen weiteren heiligen Krieg ausgelöst hat. Aber Richard ist nur ein Führer der Kreuzfahrer. Die größte Streitmacht befehligt der 70 Jahre alte deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa. Friedrich Barbarossa war der größte Herrscher Westeuropas. Er führte ein Heer von fast 100.000 Mann und hatte auf seinem Weg in Kleinasien die Türken besiegt. Ihn fürchtete Saladin. Saladin was terrified of him. Aber Saladins Angst ist unbegründet. Beim Anmarsch in Kleinasien stürzt Friedrich in einen Fluss, er leidet einen Herzanfall und ertrinkt. Die meisten seiner Kreuzfahrer kehren zurück nach Europa. Friedrichs Leichnam wird in Essig gekocht, die Knochen in einem Beutel gesammelt, um sie später in Jerusalem zu begraben. König Richard von England ist jetzt der Führer des Kreuzzuges gegen Saladin. Für den Tod des gefürchteten deutschen Kaisers dankt Saladin Allah.
Aber für Saladins Heerführer ist die Gefahr durch die Kreuzritter noch nicht gebannt. Christliche Truppen, die bei den Kämpfen in Hattin und Jerusalem entkamen, belagern die wichtige Hafenstadt Akko, die die Muslime beherrschen. Saladins Kämpfer greifen die christlichen Belagerer an. Aber die Araber können die gut verschanzten Christen nicht besiegen. Jetzt lässt Saladin die Kreuzfahrer belagern. Er will seine Feinde aushungern, um sie so zur Kapitulation zu zwingen. Im Lager der Christen gibt es keine Vorräte mehr. Aus lauter Verzweiflung essen die Ritter Gras. Ihre Pferde haben sie längst verspeist. Viele Kämpfer sind bereits an Hunger und Krankheiten gestorben. Einige desertieren zu Saladin, konvertieren, nehmen den islamischen Glauben an. Erneut droht den Christen eine Niederlage und damit der endgültige Verlust des Heiligen Landes. Im Mai 1191 erreicht König Richard von England die Küste bei Akko und kommt in das Lager der Christen. Auch Saladin hat von Richards Tapferkeit gehört. Er weiß, dass mit Richard ihm ein überaus gefährlicher und erfahrener Feind gegenübersteht. Aber zum erwarteten Kampf kommt es nicht. Richard bekommt Fieber und ringt mit dem Tod. Saladin schickt Richard Obst, Eis und Geschenke. Es ist eine ritterliche Geste. Saladin und Richard waren Ritter. Sie verhielten sich auch so. Sie waren eben keine Söldner. Sie respektierten einander und betrachteten sich als ebenbürtig. Saladin war stolz auf seinen Ruf, großzügig zu sein. Seinen Truppen vor Akko schenkte er tausende Pferde. Damit Richard schnell gesund wird, lässt Saladin immer wieder Früchte bringen. Auch er scheint es nicht abwarten zu können, sich mit Richard zu messen.
Aber nach seiner Genesung will Richard erst einmal Akko erobern. Der König von England ist ein Führer, der überall in vorderster Linie kämpft. Gleich ob auf dem Schlachtfeld oder bei einer Belagerung. Für die muslimischen Verteidiger von Akko bedeutete die Ankunft von Richard ihr Ende. Sie konnten nun den Angriffen der Christen nichts mehr entgegensetzen. Es gab kaum noch Vorräte und Saladin konnte ihnen nicht helfen. Saladin erkennt von seinem Lager aus die hoffnungslose Situation der Belagerten. Trotzdem verbietet er ihnen die Kapitulation. Richard führt den letzten Angriff. Fast eine Woche leisten die Verteidiger noch verzweifelt Widerstand, ohne jede Unterstützung durch Saladin. Dann kapitulieren die Belagerten gegen den Befehl Saladins. Seit Jahren ist Saladin der unangefochtene Führer der Araber. Mit dem Fall Akkos beginnt seine Autorität zu wanken. Die Eroberung Akkos bringt König Richard von England den Titel Löwenherz ein. Victory at the Siege of Acre was a great breakthrough for Richard. Die Eroberung von Akko war für Richard der Beweis, dass Gott auf seiner Seite steht. Der Sieg war aber auch ein wichtiger Schritt, Saladins Macht zu brechen und so den Weg zur Eroberung der heiligen Stadt Jerusalem zu öffnen. Aber bevor er seinen Kreuzzug fortsetzt, fordert Richard Löwenherz von Saladin noch die Herausgabe einer Beute. Bei der Eroberung von Akko hat Richard 3000 muslimische Gefangene gemacht. Die will er Saladin übergeben, wenn der ihm die größte Reliquie des Christentums übergibt. Das Heilige, das wahre Kreuz. Richard schickt Boten. Sie überbringen seine Forderung und überprüfen auch den Zustand der Reliquie. Alle Eroberungen Saladins im Heiligen Land scheinen durch Richard Löwenherz gefährdet. Saladin lehnt deshalb die Rückgabe des Kreuzes ab und bereitet sich nun auf die Schlacht um Jerusalem vor. Das Schicksal der muslimischen Gefangenen liegt nun allein in den Händen von Richard Löwenherz. Der Krieg im Heiligen Land tritt in eine neue Phase.
Richard Löwenherz und Saladin wissen, der Kampf um Jerusalem wird über ihr Leben und ihren Ruhm in der Geschichte entscheiden.